Hallo meine Lieben, ja, ich mache mir ja jetzt gerade keine große Mühe, um etwas aufzubauen oder so, weil ich bin gerade vom Einkaufen wieder gekommen. Ich war schnell bei Pieper, bei Rossmann und dann wollte ich ganz schnell meinen Haul abdrehen, weil, ich muss hier unbedingt was tun und das wäre sonst zu viel Aufwand und ich möchte die Sachen natürlich jetzt einräumen und nicht die Tüte hier stehen lassen und sowas. Und dann habe ich noch ein paar Sachen von Kiko und ja, die wollte ich euch auch noch zeigen. Beginne ich auch am besten damit. Oha. Beginne ich mit dem Nagellack, den ich gerade auf den Händen, auf den Fingernägeln habe. Das ist so ein ja, total krasser Neon-Pink eigentlich, also Neon-Rosa. Der sieht so aus, das ist die Farbe 281. Ja, so schaut der aus. Hat 2,90 Euro gekostet. Es gibt ja 20% Rabatt wegen Glamour Shopping Week. Und da habe ich dann zugeschlagen. Ne? Dann habe ich einen Lippenstift. Ich dussel, den habe ich schon, den kann ich euch zeigen. Das war total bescheuert. Ich habe... Ich habe mir gedacht, so, oh, der ist wunderschön. Und habe mir wirklich den gekauft, den ich schon habe. Total bescheuert, sage ich euch. Und vor allen Dingen ist das gerade im Moment mein Favorit. Kein Wunder, dass ich mir den nochmal gekauft habe. Und das gute Stück sieht so aus. Und ja... Das ist wohl aus dieser Ultra Glossy Stylo Reihe. So dämlich kann auch nur ich sein. Das, sowas habe ich dauernd, ne, dass ich mir doppelt und dreifach so Sachen kaufe. Und vor allen Dingen habe ich echt nicht davon gewusst. 4,90 Euro kostet der. Ne? Dann habe ich mir einen Ultra Glossy Lip Pencil geholt. Die waren im Angebot für 1,90 Euro. Und da habe ich mir die Nummer 606 gekauft. Und der ist wirklich total, glossy halt, ne? Ich weiß nicht, das Licht ist jetzt natürlich nicht das Wahre. Aber der ist wirklich so, als wenn er den Auftrag, als hättet ihr Labello eigentlich drauf. Ja. Und dann habe ich mir noch ein Lipgloss gekauft. Ich ratter total runter, es tut mir leid. Aus dieser Super Gloss-Reihe. Den finde ich sehr schön. Das ist die Farbe Numero 110. Und das ist so ein, ja, der sieht halt so braun-rosé aus. Und ich kann ihn mal auftragen. Der ist halt erst so ein Nude-Ton. Und der sieht halt so aus, ne? Ja. Kostet er auch 1,90 Euro. So, und jetzt kommt mein Rossmann-Einkauf. Achso, ich habe noch eine Sache von P2. Und zwar aus der C'est la vie LE habe ich mir diesen orangenen Nagellack gekauft. Und Joy hat sich den auch geholt. Aber das Pinselchen soll nicht so gut sein. Ich muss da mal schauen. Boah, ich bin so unten, weit unten. Das finde ich gerade voll doof. Ich muss mal ganz kurz das ausprobieren. Mir gefällt die Kameraperspektive nämlich gerade gar nicht. So ist besser, ne? Ja. So, dann habe ich mir geholt. Ich sage jetzt Zuckerpreise, ja? Bin ein bisschen faul gerade. Warte mal ab. So, ich habe mir frische Sohlen geholt für den Sommer. Das sind Größe 36 bis 38 und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also 4 Paar. Ja, 8 Paar steht hier. Ja gut, dann sind das halt 8 Paar. Muss ich mal gucken, ne? Dann muss ich mal wieder hier oben alles drauflegen. So. Dann habe ich mir mal sowas hier geholt. Das ist eine 2-in-1 Hornhautpfeile. Auf der einen Seite ist wohl eine Pfeile. Und auf der anderen Seite ein Bimsschwamm. Ja, also die Fußsohlen-Dinger, die haben 1,95 gekostet. Und das Teil hier halt 2 Euro. Zerquetschte, gucken wir doch mal. 2,99, genau. So, dann habe ich mir nochmal Taschentücher geholt. Die duften total toll. Das sind die von Tempo. Ich muss dazu sagen, ich kaufe ganz selten billige Taschentücher. So halt nicht was Tempos am liebsten, weil wenn ihr die mal in der Hosentasche vergesst oder ja und die trotzdem mit
mitwascht. Ja, so wird das ausgesprochen. Dann habt ihr keine Fusseln am Oberteil oder in der Jeans oder was auch immer, weil die bleiben wirklich feste zusammengeknüttelt. Das ist so cool. Das hat meine Mutter mir damals mal gesagt. Die meinte, was hast du bitte für Taschentücher in deiner Hose? Ich so, ja, Tempos. Die Originalen. Ich so, ja. Meinte, ja, die zerfusseln nicht. Voll cool. Ja, dann habe ich mir Handseife gekauft. Ich habe ja nicht genug. Mit Flieder Orchidee. Das ist von Isana. Und das ist die Hausmarke von Rossmann. Und das hat nur 55 Cent gekostet. Und ich bin gespannt, wie das duftet. So. Dann habe ich mir Haarkuren geholt. Ich glaube 1,29 haben die gekostet. Genau. Einmal diese Asia. Ich glaube, die hatte ich schon mal. Weiß ich gerade gar nicht, ob die gut war. Aber ja gut, das ist für Pflegebedürftiges und stark strapaziertes Haar. Das ist die lilane Verpackung. Und ich habe noch die gelbe genommen mit Panthenol und Weizenprotein für trockenes und beanspruchtes Haar. Die habe ich auch noch geholt. So, dann weiter mit Isana. Ich habe voll viel Isana geholt. Habe ich zweimal wieder meinen Glättungsbalm geholt, weil ich den sehr gut finde für meine Locken, um die zu definieren. Die kosten 1,99. Ich bin immer von 2,99 ausgegangen, aber es ist nur 1,99. Dann habe ich mir ein Deo gekauft. Ich bin mal gespannt, wie das ist, weil das ist ein Soft-Deo-Balsam für empfindliche und rasierte Haut. Und das hat gekostet 1,35, also relativ günstig. Dann habe ich das hier gesehen, dass Isana Hair jetzt auch dieses Pflegeöl für die Haare hat. Und da bin ich natürlich direkt drauf angesprungen, weil da ist halt Arganöl mit drin. Und ich stehe ja auf alles, was mit Arganöl ist. Und da bin ich mal gespannt, wie das so sich verhält. 2,99 hat das übrigens gekostet. Genau. Dann habe ich mir dieses hier und das riecht so, ich liebe es und das riecht so toll. Und das gibt es halt nicht bei DM, das gibt es nur bei Rossmann. Dieses Gliss-Kur mit Marrakesch-Öl und Kokonat, das riecht sowas von gut und das kostet 1,75. Dann sind wir schon bei den letzten beiden Teilen angelangt. Ihr merkt schon, ich bin heute sehr schnell. Und zwar hat mich eine Abonnentin, eine liebe Zuschauerin, drauf gebracht, die mal auszuprobieren, weil sie auch Locken hat und damit super zurechtkommt. Und das ist das von Isana Hair Professional Serie. Das Lockenshampoo und die Lockenspülung und ist wohl auch ohne Silikone und ohne Parabene. Und da bin ich sehr gespannt, wie das ist für mich. Yeah. Yeah, yeah. Ne, und 1,99 pro Flasche und da sind 500 Milliliter drin. Finde ich cool. Ja, danke nochmal für den Tipp. Ich bin gespannt, wie das bei meinen Haaren ist. Ja, gut. Ne, dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Und ja, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.